Moin moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Format und zwar ich reagiere auf eure Beichten. Ich habe die Beichten hier am Handy. Hier habe ich noch die Shisha, damit ich einige Beichten aushalten kann auf gechillt. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich lese einfach eine nach der anderen Beichte vor und gebe meinen Senf dazu ab. So, ich würde sagen, wir legen mit der ersten Beichte los und zwar ich. Männlich 16, beichte, dass ich die Freundin meines besten Freundes geknallt habe. Schon absolut unehrenhaft. Aber jetzt kommen wir zur Krönung und somit meine große Cousine geknallt habe. An der Stelle Sweet Home Alabama. Ich erwähne natürlich keinen Namen, alles ist anonym. Ich, 13, männlich, beichte, dass ich Single like a Pringle bin. Bruder. Mit 13, glaube ich, sollte jeder anderes im Kopf haben. Weiter zur nächsten Beichte. Ich, männlich 16, beichte, dass ich 13.690 Reeboks habe. GG, Bruder, einfach mal 130 Euro in Fortnite investiert. Perfekt. So, der nächste Beichte. Ich, männlich 13, beichte, dass ich mehr als 250 Euro für Fortnite ausgegeben habe. Und mein Vater nichts weiß. Bruder, an der Stelle Ripperino. Ich hoffe, dein Vater wird es niemals erfahren. Ansonsten wünsche ich dir einfach nur viel Glück. 250 Euro mit 13 einfach in Fortnite investiert. Man kennt ihn. Ich beichte, dass ich schon eine 6 hatte und sie bis heute meinen Eltern nicht gezeigt habe, Bruder. Kennt jeder. Nichts Besonderes. Würde ich auch verheimlichen, wenn es geht. Nächste Beichte. Ich berichte, dass bei uns die Schulen schließen und ich ein bisschen traurig bin, Bruder. Alter. Ich weiß nicht, einerseits, damals habe ich mich halt übelst gefreut, wenn die Schule zu hatte, aber ich habe wiederum viele nur gesehen, wenn ich in der Schule war. So, deshalb, es war immer so dieses 50-50-Gefühl. Es war so 50% ja, Mann, ich kann zu Hause sein, kann zocken, kann rausgehen, kann machen, was ich will, so. Aber andererseits dachte ich mir, holy shit, Mann, ich werde einfach die ganzen Freunde so in der Schule nicht sehen, die ich halt sonst nicht sehen kann, weil die zu weit weg wohnen. Und ich kann halt keine Scheiße bauen, weil zu Hause so geht einfach nicht. In der Schule konnte man einfach Scheiße bauen. Die nächste Beichte. Meine Mutter sagt, wehe du zockst, dann ist die PS4 weg. Ich, ja, sie geht zur Arbeit, ich zock. Habe ich auch immer gemacht, Bruder. Immer so, Mama, heute Bauchschmerzen, ich kann nicht in die Schule gehen, schau mal, ich habe Fieber, bla bla bla. Und dann immer sofort, wenn sie aus dem Haus oder aus der Wohnung raus ist, sofort Blazy angemacht und sofort zocken. Yo, erstmal Freund angerufen, mit dem ich mir ausgemacht habe, dass er auch zu Hause bleiben muss, weil er krank ist. Ist gar nicht aufgefallen in der Schule natürlich, wenn immer der beste Freund und du gefehlt hast. So. Und dann einfach PlayStation ganzen Tag durchgezockt. Belastend war einfach, wenn sie nochmal nach Hause gekommen ist, weil sie irgendwas vergessen hat und du denkst so, scheiße Bruder, schnell ausmachen und sie hört so dieses PS4-Geräusch so, düt düt. Und denkst so, okay, jetzt ist man gefickt. Ich, männlich 13, beichte, dass ich aus Respekt kein Schweinefleisch esse. Ich schätze mal, du bist Muslim und ich check nicht ganz, was der Respekt sein soll, weil ich schätze mal, du meinst, man soll kein Schwein essen, aus Respekt vor dem Tier. Dann würde ich aber auch keine Kuh oder keine Ziege oder kein Huhn essen, aus Respekt vor dem Tier. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe die Beichte nicht ganz. Oder du meinst es so, dass du aus Respekt zu deinem Glauben Schweinefleisch nicht isst. Das würde Sinn machen. Nächste Beichte. Ich berichte, dass ich in der Grundschule schon mal meine Mathelehrerin geschlagen habe. Genau für diese Beichten brauche ich meine Shisha. Lassen wir einfach bleiben. Nächste Beichte. Ich beichte, dass ich einmal meinen Fernseher kaputt gemacht habe und ich von Baba Telek bekommen habe. Also ich glaube, Telek ist so Schlapfen, oder? Oder ist das Gürtel? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Telek ist, glaube ich, serbisch-kroat. Balkanbezeichnung für so irgendeine Bestrafungsmethode oder so. Halt eben mit Papuche, Gürtel, was auch immer. Ja, Bruder. Was soll ich sagen? Einfach nicht Fernseher kaputt machen.
Und Stress vermeiden und Schmerzen vermeiden. Nächste Beichte. Ich habe mal Geld von einem aus meiner Klasse genommen, 1 Euro. Ich schätze mal, du meinst gestohlen oder halt so genommen, obwohl er es nicht wollte. Also, ich habe nie Geld gestohlen oder so. Ich finde das absolut Schmutz. Wenn man Geld braucht, dann bittet man jemanden drum oder man geht selbst arbeiten oder verdient sich irgendwie halt sein Geld. Aber ich würde niemals Geld von jemandem stehlen, maximal ausleihen. So, die nächste Beichte, die feiere ich übertrieben. Ich habe das Handy meines Bruders geklaut und Alleinstellungen geändert. Ehrenmann. Leute, ja, ich bin Shisha-süchtig, weil viele fragen. Nächste Beichte, ich habe im Vokabeltest gespickt und eine 1 geschrieben. Bruder, GG. Habe ich auch früher immer gemacht. Beste Leben. Aber jeder kennt dieses Gefühl, wenn man denkt, ah ja, diese Lehrerin so oder bei dem Lehrer so, man kann dieses Mal, man kann immer schummeln bei ihr. Und auf einmal ist so Assistent, so ein zweiter Lehrer und der überprüft und geht so überall durch und schaut so, macht so diesen und du denkst dir, shit, Bruder, was soll ich jetzt machen? So, ich habe gar nicht gelernt, habe mir so viele, ich habe mir gefühlt 4 A4 Blätter Schummelzettel geschrieben und ich kann die einfach nicht benutzen, weil der Scheiß durchgeht und alle kontrolliert einfach. Ich, männlich, 9, beichte, dass ich meine Hortlehrerin mit Blät beleidigt habe und das heißt auf Russisch Fotze. Ja moin. Wahrscheinlich 9-Jähriger. Wahrscheinlich Alman beleidigt seine Lehrerin auf Russisch. Stell dich einfach mal vor, hier steht so ein kleines Butschi einfach vor der Lehrerin so. Balle! Ja, Mann. Ich beichte, dass du mein Lieblingsstreamer bist. Kuss. Solche Beichten enjoy ich. Ah, nächste Beichte ist auch interessant. Ich schmeiße meine Vokabeltests, Bruder, immer weg, dass ich. So, wir lesen nochmal neu, absolut lost. Ich schmeiß meine Vokabeltests immer weg, da ich schlechter als 4 habe. Achso, ich schätze mal, du kommst aus Deutschland, oder? Also, und bei euch gibt es ja 6 Noten, gell? Also, bei uns gibt es ja nur in Österreich so 5 ist das schlechteste. Deshalb, du hast dann eine 5 oder eine 6, ist halt scheiße und du schmeißt sie weg. Ja, auch keine Lösung, Bruder. Aber besser auf jeden Fall als von der Mutter oder vom Vater bestraft zu werden. Nächste Beichte. Ich, männlich 12, beichte, dass ich mit 5 einen Lolli von Kaufland geklaut habe. Das Ding ist halt, mit 5 könnte sein, dass man noch nicht checkt, dass man halt klaut und dass man den eigentlich bezahlen müsste. Aber ich denke, es liegt eher an den Eltern dran. So, dass die einem Kind das beibringen und dem so lehren, dass er eigentlich das nicht mitgehen lässt, sondern die Mama erstmal fragt. Aber mit 5, denke ich mal, kann man das eventuell noch verzeihen. Okay, nächste Beichte ist, ich kaufe mich heimlich manchmal im Battle Pass hoch und sage meinen Freunden, dass ich die Aufgaben mache, mache ich aber eigentlich gar nicht. Ja moin, Battle Pass hochkaufen ist einfach absolut teuer. Und sie flext oder er flext dann einfach mit den Battle Pass Stufen, man kennt ihn. Real Flex. Glänzt Ja. das? Ja. Okay, let's go. Nächste Beichte. Ich habe mir die Geldbörse von meinem Vater genommen und habe einfach 50 Euro rausgenommen, Bruder. Holy shit, Mann. Wäre ich dein Vater, gnade dir Gott, Bruder. Also unter sowas verstehe ich halt gar keinen Spaß. Klauen ist eine Sache, klauen von seiner Familie ist die zweite Sache. Und klauen vom eigenen Vater ist so Endstufe. Klauen von Mutter oder Vater oder egal, generell von der Familie, ist Endstufe, absolut haram. Und mach das bitte nie wieder. Und sag das auch deinem Vater, beichte ihm das. Nächste Beichte. Ich, 10, beichte, dass ich mal Shisha heimlich geraucht habe und dann und mich dann verschluckt habe. Bruder, Karma. Einfach verdient. Ich bin 11 und bin der Allerbeste in Rauchen. Der echte Tim. Da muss ich los. Ich war eine Minute zu spät in der Schule und dachte, ich sage, aber musste nicht 2 Stockwerke laufen. Ah ja. Ah Mann. Ich, männlich 12, beichte, dass ich das Moped meines Vaters zerstört habe. Das hat Applaus verdient. Vor allem erstens, er fährt mit 12 Moped, man kennt ihn, ist zu dumm und zerstört es einfach. Und es gehört seinem Vater. Ich berichte, dass ich zu Hause nie esse, weil ich mit meinem Freund draußen ein Sub esse. Jeder kennt's, wenn man damals so
Seine Mutter sagt so, yo, heute gibt's zu Hause Essen und man hat übelst Bock auf Döner mit den Freunden nach der Hauptschule. Man geht Döner essen, ist voll satt und man kommt nach Hause und es gibt nicht so normales Essen wie immer, sondern es gibt ein richtig fettes Festessen. Man wusste es davor nicht. Man muss einfach essen, das ist dir schon so schlecht, aber du musst immer weiter essen. Einfach für die Ehre, jeder kennt's. Ich bin 12, mit 9 habe ich so getan, als hätte ich auf den Klo gebrochen, damit ich nicht in die Schule muss. Und dann ganzen Tag gezockt, fühle ich. So, jetzt kommen wir zu krasse Beichten, ne? Ich, männlich 10, beichte, dass ich in der vierten Klasse in die Schule Energy mitgebracht habe. Ich, männlich 14, beichte, dass ich 200 € in Fortnite ausgegeben habe und mein Vater nichts davon weiß. Ja moin, die nächste Beichte. Ich denke mir halt einfach, Leute, woher habt ihr mit 14, Bruder, fucking 200 €? Ich habe damals vielleicht mit 14 so. Meine Eltern hätten mir safe so viel Geld geben können, so, aber sie wollten, dass ich lerne, mit Geld umzugehen. Und sie haben dann einfach mir 10 € vielleicht die Woche gegeben oder 5, so, damit ich mir halt so was sparen kann, damit ich checke, so, wenn ich mir jetzt dies, das kaufe, so, dann habe ich das Geld für das nicht so. Ich musste lernen, halt mit dem Geld umzugehen, das finde ich total gut. Und ich habe eigentlich immer, wenn ich dann ehrlich war und ich habe meiner Mutter gesagt, yo, ich will jetzt da ein T-Shirt kaufen oder ich will da zum Beispiel mit meinen Freunden essen gehen so und sie so, ja klar, wenn du immer so ehrlich bist, gibt's einfach noch einen Zehner für dich oder so. Und manchmal, wenn ich dann was haben wollte, hat's halt einfach so geheißen, warte einfach ein bisschen ab und du bekommst dann wieder das nächste Mal Geld und du musst halt einfach ein bisschen drauf warten so. Okay, nächste Beichte ist wirklich krass. Hab fast einen Menschen getötet, war Notwehr. Okay, das ist krass. Also Notwehr, okay. Aber Menschen getötet, zu krass. Fast getötet, zu krass, einfach. Ah, okay, nächste Beichte ist auch krass. Ich, männlich 12, habe mit einem Kumpel eine Mülltonne angezündet, beziehungsweise haben dann Jugendliche beschuldigt. Ja moin. Er zündet einfach mit 12. Who the fuck hat einfach mit 12 ein Feuerzeug, Bruder? Und who the fuck kommt einfach auf die Idee, eine scheiß Mülltonne anzuzünden, ne? Mit fucking 12 Jahren, GG. Und dann noch so ehrenhaft sein, dass man es einfach auf andere schiebt. GG, perfekt. So, nächste Beichte, auch krass, hatten wir vorhin schon. Ich habe meiner Oma schon mal 50 € geklaut. Ich habe vorhin schon gesagt, klauen ist die eine Sache, klauen von der Familie ist die andere Sache. Und von Oma, Mama, Papa, was auch immer, generell klauen von irgendeinem Familienteil, der irgendwie enger steht. Oder generell Familie ist absolut das Schlimmste, was es für mich gibt, so Schmutz. So fucking viele Beichten, was Geld angeht. Hier wieder eine Beichte. Ich habe mal 10 Franken auf dem Konto meines Bruders verbraucht und ihm nichts gesagt. Wieso, who the fuck, wieso klaut jeder oder verbraucht jeder Geld von anderen Menschen? What the fuck? Wieso? What? Oh, okay, die Beichte fühle ich. Das ist einfach zu sehr Hauptschulfeeling. Ich furze in der Klasse manchmal und dann, wenn es stinkt, dann sage ich auch, puh, es stinkt. Alle denken, es wäre Martin so. Also er furzt und schiebt es halt immer auf einen so. Und jeder denkt dann, man kennt es, oder? Man denkt immer, der eine hat gefurzt, wenn es einmal zugegeben wurde, so, man schiebt es immer auf den so. Man kann es immer auf den schieben. Hauptschulfeeling. Jetzt haben wir noch eine sehr lustige Beichte, die habe ich mir vorhin schon durchgelesen. Ich war 2016 mit meiner Familie in den USA und Kanada. Nice, Bruder. Würde ich auch gerne mal machen. Als wir bei den Niagara-Fällen waren, hatte mein Bruder jemanden, wo er dachte, dass ich es war, einfach die Tic Tacs aus der Hand gerissen und dann einfach gefragt, woher hast du die Tic Tacs? Tic Tacs, lul. Woraufhin das Kind schreiend weggerannt ist. So, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, glaube ich, weil es halt sehr lange ist. Das kleine Kind war halt nicht der kleine Bruder von ihm, sondern irgendein Random und der ist einfach schreiend weggerannt, weil er sich einfach gefurchten hat. Oh Mann. Okay, und das ist eine absolute, die kenne ich auch schon, das ist eine absolute Missed-Beichte. Und zwar, ich esse Döner mit Messer und Gabel, Bruder. Döner mit Messer und Gabel essen, Bruder. Ein Döner muss man so richtig sneaken, einfach mit der Hand so richtig ham, reinbeißen und noch schön ein Ei ran. Aber auf jeden Fall niemals, niemals Döner mit Messer und Gabel. Ich schwör's dir, Bruder, er isst einmal ein Döner einfach mit der Hand oder isst, egal ob Pizza, was auch immer, alles, was man so fastfood-mäßig isst oder essen kann, muss man immer einfach mit den Händen essen. Es schmeckt einfach gefühlt
tausendmal besser, als wenn man es mit Messer und Gabel isst. So, es waren wirklich sehr viele Beichten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob ihr einen zweiten Teil sehen wollt, einen dritten Teil, ob ihr sowas öfter sehen wollt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.